Ja, herzlich willkommen zu diesem kleinen und knappen Video außer der Reihe, in dem ich Ihnen eigentlich nur eines zeigen will, nämlich wie man relativ unkompliziert an die Geschichte und Geschichtlichkeit von bestimmten sprachlichen Einheiten herankommt, ohne dass man ein etymologisches Wörterbuch zu Hause stehen hat. Ausgangspunkt für dieses kurze Video ist die positive Resonanz auf einen einfachen Tweet, der zeigt, dass Advent und Abenteuer sprachhistorisch im Deutschen auf dieselbe Wurzel zurückgehen und einmal über das Lateinische und einmal über das Altfranzösische ins Deutsche gelangt sind. Und das dachte ich nämlich mal zum Ausgangspunkt, um Ihnen das etymologische Wörterbuch beim digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache vorzustellen. Ich wechsle dafür ganz kurz die Ansicht. Sie sehen hier die Startseite des digitalen Wörterbuchs der deutschen Sprache, das Sie erreichen können unter dwds.de. Und neben allen anderen Ressourcen, das heißt der statistischen Auswertung, Wortverlaufskurven, Wörterbüchern und dem Blick in Textkorpora, die beim DWDS unterlegt sind, Klammer auf, dazu zählt auch das sogenannte Textarchiv, das bis ins 15. Jahrhundert zurückreicht, Klammer zu, finden Sie hier vor allen Dingen Einträge zu den unterschiedlichsten sprachlichen Einheiten. Und ich würde es ganz gerne mal mit Advent vorführen. Zunächst grammatische Informationen, das soll uns jetzt hier gar nicht interessieren. Dann eine breite Bedeutungsangabe und schlussendlich, und darauf kommt es mir an, hier einen etymologischen Eintrag zur Wortherkunft von Advent. Schlussendlich brauchen Sie aber immer noch ein wenig Gespür und das Gefühl dafür, für Gleichklänge in unterschiedlichen Sprachen und auf das deutschsprachige Advent. Blicken Sie vor allen Dingen, wenn Sie auf das englischsprachige Adventure schauen, das irgendwie nach dem Advenire des Lateinischen aussieht. Und tatsächlich ist Advent und Abenteuer oder Adventure sind miteinander verwandt. Und bei Abenteuer sehen Sie schon, sind die Einträge komplexer. Aber das Entscheidende ist, dass wir hier im Bereich der Etymologie ein besonderes Phänomen des Sprachwandels sehen, nämlich dass Advent ins Deutsche sehr viel früher kommt, nämlich direkt aus dem Lateinischen und aus der Auseinandersetzung mit den biblischen Geschichten. Und das Abenteuer, unser Abenteuer heute, über das Altfranzösische entlehnt wurde. Das sehen Sie hier. Also Aventüre im Mittelhochdeutschen kommt aus dem Altfranzösischen und damit der Artus-Tradition. Und dies wird von einem vulgärlateinischen Adventura als Ereignis geschehen abgeleitet. Allerdings, und dafür steht hier das kleine Sternchen, der Asterisk, den Sie sehen, ist diese vulgärlateinische Wurzel erschlossen. Das heißt, dafür haben wir keinen Beleg, was ja schade ist. Aber auch das ist für sprachhistorische Zusammenhänge nichts Ungewöhnliches. Nur sollten Sie dann sehr vorsichtig sein, wenn Sie sich auf eine solche Deutung verlassen und die als unumstößlich hinstellen. Sie sehen also, für das Deutsche ist diese Lage zwischen Advent und Abenteuer eine besondere. Und wenn Sie Lust haben, probieren Sie das gerne mit allen Wörtern aus, die Ihnen einfallen. So eine Auseinandersetzung mit Etymologie zählt zu den beliebtesten Beschäftigungen im Bereich der sogenannten Laienlinguistik. In diesem Sinne, wenn mir weitere Tools und Werkzeuge unter die Finger kommen, die ich Ihnen gerne vorstellen möchte, dann mache ich das hier auf diese Art und Weise und hoffe, dass Sie daran Gefallen finden und vor allen Dingen viel Spaß haben beim Ausprobieren und Nachahmen dieser Technik. Also dann bis zum nächsten Mal.